Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück bei Way of the Hunter. Ich habe jetzt inzwischen schon mal geschlafen. Das Wetter ist nicht unbedingt besser. Also, naja, gut, schon. Es regnet nicht mehr. Das ist schon mal viel wert. Aber, ja. Gut, es ist noch früh am Morgen, ne? Also, was erwarte ich da eigentlich? So, wir gehen hier hoch. Dann gehen wir hier runter. Und dann gehen wir da rüber. Würde ich sagen. Weil ich würde dann, wenn wir schon hier rumlaufen, gerne die Fragezeichen mitnehmen. Ja, die Wölfe und die Dachse, die wir in der letzten Folge gesehen haben, waren jetzt nicht schießenswert, abschusswert. Ja, außerdem, ja, ich habe keinen Locker mitgehabt, wo ich sie mir in eine schöne Position hätte locken können. Aber die Wölfe sind immer noch da. Interessant. An derselben Stelle sogar. Hätte ich gar nicht jetzt erwartet. Ist aber auch nicht schlimm. Wir gehen sowieso weiter und schauen nach Bedürfniszonen oder an den anderen Sachen. Ja. So, dass wir zu der Hütte kommen, weil das setze ich mir jetzt mal für die Folge als Ziel. Und das wäre ganz gut, dass wir da hinkommen. Weil wir dann wieder einen Schnellreisepunkt halt haben. Das wäre halt echt praktisch. So würde ich mir das vorstellen. Weil unsere Mission ist sowieso das Geschenk dahin bringen. Und ja, machen wir. Eine andere setze ich mir jetzt gar nicht. Beziehungsweise könnte ich die für die Zeit, die ich heute habe, sowieso nicht erreichen, nicht schaffen. Das passt sowieso nicht. Gut, gut, gut. Und wir müssen, das dürfen wir nicht vergessen, wieder nach dem Dammhirsch gucken. Da muss ich allerdings selber mal gucken wieder. Ich weiß gar nicht, wo ist denn mein Heft? Moment. Ich habe es hier, aber es ist an einem ungünstigen Ort. Es liegen Sachen viel drauf, also viele Sachen drauf. Naja. Ich kann es ja dann mal vorsichtig da rausziehen. Weil da steht ja noch drin, wann der Dammhirsch immer rauskam, beziehungsweise wann wir den gesehen haben. War, glaube ich, Mittag rum so. 13 Uhr? 11 Uhr? Irgendwie so. Irgendwie so dazwischen. Das wäre schon gut, wenn wir den dann nochmal sehen würden. Aber ich brauche halt ein Ziel zum Hinreisen wieder. Also, dass wir eine Schnellreise machen können. Deswegen. Auf, Galopp. Die Karte erkunden. Und ich hoffe, dass es heute noch schön aufklart. Naja gut, auf die Entfernung sieht man sowieso keine Tiere. Aber die Landschaft ist hübsch, das muss man mal sagen. Aha, Grauwolf, aha. Naja gut, die haben wir ja gerade gesehen, die kamen vielleicht von hier. Die haben ja doch ein sehr, sehr großes Gebiet, wo die rumlaufen. Dammhirsch. Da schleichen wir doch gleich mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Da ist der Dammhirsch mit dabei. Männlich ruhig. Moment. Wir haben doch einen Hirschlocker. Das sieht doch gut aus. Ich würde mal locken. Mal gucken, ob der was ist. Ob er kommt. Wir bleiben mal ganz entspannt.
Er antwortet nicht. Leider. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Komm schon. Na guck, wir sind geduldig. Alles ist gut. Und wir warten einfach mal. Mhm. 120, 140. Weiß nicht, ob es der dann ist. Wir sind geduldig. Ach ja. Na, schade, man hört jetzt gar nichts mehr von ihm. Das ist ein bisschen doof. Weil ist dann halt die Frage, gehe ich jetzt näher ran, mache ich es nicht, weil er schon auf dem Weg ist. Was mache ich denn? Gucken, ob man ihn sieht. Ich glaube ja nicht. Es ist noch sehr dunkel. Seht ihr einen Hirsch? Warum ist das so dunkel? Junge. Da hinten liegen welche, oder? Ja. Da sind welche. Aber da ist keiner dabei, der super krass ist. Nee. Das sind alles Normalos. Da können wir mal mit einem anderen Lockruf versuchen. Also von denen. Außer, hier ist schon einer auf dem Weg. Ich aber nicht glaube. Nee. Also ich sehe jedenfalls jetzt gerade keinen. Der kann ja auch mitten im Gebüsch irgendwo sein. Okay, die sind auf jeden Fall da oben. Versuch machen wir so. Versuchen wir es mal so. Ja, da hinten sind sie.
Mal gucken, die haben keinen guten Wert oder sowas. Aber wenn wir hier einen finden mit einem schlechten, dann ziehe ich den auch gerne raus. Alles gut. Wenn da einer kommt. Hätte ich nichts dagegen. Weil, wie gesagt, ein Abschuss pro Folge, das Ziel setzen wir uns. Wenn's geht. Muss bloß einer drauf hören. Natürlich. Ja. Okay, der könnte kommen. Der ist auf jeden Fall näher gekommen schon mal. Wir sollten das Gewehr dann mal vorbereiten. Das wäre ganz gut. Weil wenn er hier eine gute Position einnimmt, dann können wir dann gleich peng peng ihn erwischen. Mache ich mal ganz kurz. Mal gucken, was wir hier für... Okay. Ja, dann gehen wir auf 50, wenn die da vorne rauskommen. Das ist nicht sehr weit. Abwarten. Mal gucken, was kommt. Ja, da kommt er. Da ist er schon. Ich hoffe, es ist der alte, den wir gesehen haben. Da war ja einer dabei mit... Ja, ja, der ist schon fast da. Ich hoffe, das ist der mit dem dunklen Fell. Ausgewachsen, männlich. Perfekt. Den nehmen wir. Den nehmen wir mit. Tipptopp. Na, hallo, mein Freund. Ja, ich glaube, den haben wir. Super. Super. Einmal frei. Einwandfrei. Ah ja. Oh, den haben wir gut erwischt. Den hat schnell dahin gerafft, sage ich mal. Hauptschlagader. Zack, und das war's. Sehr gut. 34%. Tipptopp. 136 Kilogramm. 434 kriegen wir für den. Und ja. Hat auch asymmetrisch. Die eine Seite ist kleiner als die andere. Muss man bald von so nehmen. Da sieht er hübscher aus. So. Da haben wir unser Thumbnail. Fein. Ja. Der Kollege geht ins Restaurant. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir gleich noch eine Bedürfniszone. Die nehmen wir auch noch mit. So, dann mache ich hier mal da wieder unser Kreuzchen. Und dann gehen wir weiter. Tipptopp. So gefällt mir das. Und die rennen immer noch wie verrückt da, die Kollegen. Fein. Ah, schön. So gefällt mir das, wenn wir unterwegs sind und dann einfach mal eine Herde entdecken, sage ich mal. Muss ja nichts Großes oder Tolles sein. Hauptsache, wir haben zwischendurch wirklich mal eine Jagd und nicht nur rumgelaufen. Das ist schon ganz nett. Ah, die Sonne kommt raus. Na, endlich. Jetzt sehen wir wieder was. Schön. Schön, schön, schön. Ich wünschte, ich hätte hier so eine Rollläden dran. Wo man... Also so diese Plastikdinger, wo man es richtig schön dunkel machen kann. Dann würde ich es mir immer schön dunkel machen zum Zocken. Damit ich nicht dieses Problem mit dem Spiegeln habe.
Das wäre schon praktisch. Okay. Bin gespannt, was das da oben ist. Wird ja wieder eine Burg sein oder sowas. Oh, schön. Mit der Sonne. Herrlich. Gleich viel hübscher. Ich hoffe, dass der Dammhirsch jetzt auch ein Fünfer geworden ist. Das wäre so schön. Aber ich sehe schon kommt, dass wir den verloren haben. Dass der einfach gestorben ist. Das wäre super ärgerlich, ey. Super, super ärgerlich wäre das. So, 100 Meter. Gleich ist es geschafft. Hm? War bloß ein Stein. Ich dachte gerade, hä? Sind wir hier auf dem Wanderweg oder sowas? Nö. Hier gibt's keine. Sah gerade so aus. Eine Hütte? Hä? Ach, das ist wieder so ein... Ah ja, verlassene Hütten. Ah. Ja. Gut, ist eine Sehenswürdigkeit. Die brauchen wir für unsere... Für unseren Charakterbogen. Holzfällerhütten hier, wie es aussieht. Lager. Okay, ist eine Sehenswürdigkeit. Hier haben sie die Eichen gefällt. Neue Entdeckung, Schafhütte. Ja, aber das Blöde ist halt, hier ist nichts. Hier ist halt so nichts. Ne? Es ist einfach, ja okay, wir haben ein Haus hingesetzt. Es ist so schade. Aber gut. Es ist ein Jagdspiel. Es ist kein RPG. Ich verstehe es schon. Okay. Da steht nichts drauf. Gut. Nichts zu sehen. Dann. Da runter. Und dann zur Hütte. Also da lang. Junge, die Wege hier, die sind wirklich krass. Das ist wirklich ganz schön. Aber wie gesagt, es gehört dazu. Wenn wir die Hütte freigeschaltet haben, sind wir ja schneller unterwegs. Aber die Karte hier, ich weiß nicht, die kommt mir sogar irgendwie größer vor als Nurse Purse Valley. Ist das die größte Karte hier? Muss ich glatt mal gucken. Hm? Oh. Ausgewachsen 2 Sterne. Oh, na hallo. Du siehst ja schon ein bisschen hübscher aus, mein Freund. Naja, ich bewege mich doch gar nicht. Alles ist gut. Der holt den Hirsch locker wieder nicht raus. Mein Gott. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Weil der 2 Sterne müsste ja kommen. Normalerweise. Kommt drauf an. Es können auf so nicht so gute Prozente 2 Sterne erreichen. Das geht, haben wir alle schon gesehen.
Jetzt rennen die wieder durch die Gegend, ne? Wir gucken mal. Noch hauen sie nicht ab. Das ist schon mal viel wert. Aber es kommt doch keiner, ne? Doch, er kommt. Er kommt. Das Männchen. Mit dem großen Geweih. Tja, der ist halt schon ausgewachsen, ne? Ist dann die Frage, was machen wir? Schießen, nicht schießen? Weil wann kommen wir denn jetzt hier wieder hin? Das ist schon ein ganz schönes Stückchen. Ist der schon da unten? Warte mal, was ist denn das für einer da? Hallo? Der wird mir nicht angezeigt. Der ist nicht da. Jetzt ausgewachsen. Warte mal, hä? Ausgewachsen zwei Sterne. Ausgewachsen zwei Sterne. Der sieht aber viel, viel besser aus als der da. Ich nehme den da unten. Ja, ja. Ciao. Weil der da, also der andere, der könnte noch höher gehen. Und wenn wir zufällig dann wieder auf den treffen, nehme ich dann lieber den mit, wenn der eine höhere Wertung hat. Ja. Der hier sah vom Geweih her jetzt nicht so schön aus. Der andere hatte schön symmetrisches Geweih und hatte auch schön die Schaufeln, was der Dammhirsch ja hat. Das hat der hier nicht so. Ne, der sieht nicht so schön aus. Ja, Schuss war gut. Braucht man nicht drüber reden. 67%. Ja, hier, der hat kleinere weiter nach hinten gezogen. 136 Kilo. Da. Der hat zwar auch die Schaufeln, aber ja, siehst du? Wo ich ihn gerade angeguckt habe. Ja, hier sieht man es nicht so schön. Dass er Schaufeln hat, wenn er gerade davor steht. Hat aber ein bisschen asymmetrisch. Die Seite hier ist ein bisschen kleiner. Ja. War, glaube ich, gut, dass wir den genommen haben. Der andere, der sah schöner aus. Auch für, ich sage mal, wenn man den in der Hütte aufhängt und jetzt von vorne so guckt, ne? Dann sieht das nicht so hübsch aus bei ihm hier. Weil man sieht die Schaufeln nicht so. Bei dem anderen hat man die Schaufeln auch von vorne gesehen. Das sieht schon besser aus. Ja. Aber auf jeden Fall sieht er besser aus als den wir davor hatten. Ja, feine Sache. Wir verkaufen. Danke. Sehr gut. Und die sind weg. Was auch vollkommen okay ist. Schön. Einfach mal eine Herde noch gesehen. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Wir brauchen ja auch wieder ein bisschen Geld. Wir haben ja viel ausgegeben in der letzten Folge, glaube ich. Oder in der vorletzten Folge oder so. Da haben wir viel, viel, viel Geld ausgegeben. Für alle Waffen. Und ja. Das hat ordentlich reingehauen. Aber wir müssen ja noch alle Autos kaufen. Und das war's, glaube ich. Sonst haben wir schon alles. Ich hoffe, mit der neuen Karte kommt dann auch wieder was dazu. Die im Sommer erscheint. Man kann sogar schon, also im PlayStation Store habe ich das gesehen, man kann sogar schon einen Season Pass kaufen, wo die neue Karte mit, naja, ich sag mal, wo ein erstes Bild mit abgebildet ist. Und da sieht man ein paar Windräder. Also ist dann natürlich die Frage, okay, wo führt uns die neue Karte hin.
Wo gibt's viele Windräder? Wo ist das charakteristisch? Geht's etwa nach Deutschland? Es wäre ja sensationell. Ich bin echt gespannt, was dann kommt. Als nächste Karte. Ist ja bisher noch nichts weiter bekannt. Da hinten sind... Also, nein, da ist irgendwas. Auch mit Geweih. Interessant. Mal gucken, was das ist. Warum regnet denn das schon wieder? Jetzt... Oh nein, Gewitter. Wenn es jetzt gleich knallt, Entschuldigung. Aber das Gewitter ist immer sehr, sehr, sehr laut. Ich sag's ja. Oh. Das ist immer so super laut. Ich erschrecke mich da immer. Sorry. Wahnsinn. Okay, 500 Meter ist ja noch ewig weit weg. Dass ich die überhaupt schon sehe. Gleich kracht's. Nicht erschrecken. Ich kann das leider nicht leiser machen. Junge, 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 das hämmert, ey. Mich dürfte kein Tier mehr hören. In meinen Kopfhörern scheppert's ohne Ende. Ist das Reh oder? Es hat auf jeden Fall ein Geweih. Also Rehe würde ich nicht mal sagen, dass das ist. Was seid ihr? Rothirsch? Muss noch ein Stückchen näher ran. Dammhirsch oder Rothirsch? Eins von beiden. Sind die so weit vorgerannt? Das ist die gleiche Herde, oder? Ich glaube, das ist die gleiche Herde. Wir werden es gleich sehen. Ich glaube aber schon. Ich muss mal ein bisschen auf der Höhe hier bleiben. Sonst sehe ich nicht... Also sonst sehe ich sie nicht mehr. Wenn ich jetzt weiter runter gehe. Was ein scheiß Wetter in Transsilvanien. Das muss man mal sagen. Dammhirsch. Ausgewachsen ein Stern. Okay, scheint... Scheint doch eine andere Herde zu sein. Junge, Junge, Junge. Das scheppert. Aber richtig. Junge, 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 aber wie das knallt, ey. Hören die mich da jetzt überhaupt? Ansonsten rufen wir uns den Schlechten ran. Wenn da jetzt keiner kommt, kann er noch ein bisschen vorschleichen. Da kriegen wir da nämlich auch ein paar Meter zusammen. Wir müssen nämlich noch ganz weit schleichen. Ist eigentlich, Transsilvanien ist eigentlich perfekt dafür. Weil da gibt es nicht so viele Tiere.
hintereinander wie in anderen, wie in den kleineren Karten. Eigentlich perfekt, um die ganze Zeit zu schleichen. Oder zu kriechen, besser gesagt. Es kommt keiner. Gucken wir mal, was das für einer ist. Ich muss bloß noch mal locken. So, dann zeig mal her. Was haben wir denn da? Was bist du? Ausgewachsen, ein Stern. Der kommt beim guten Ruf? Oder steht er bloß zufällig jetzt da? Weil der bleibt ja stehen, der kommt ja nicht näher. Wir schnappen uns einen davon. Irgendeiner wird schon kommen und dann schnappen wir uns einen von denen. Okay, der haut ab. Hoffentlich haut die Herde jetzt nicht mit ihm ab. Das dauert mir zu lange mit dem Rumgeschleiche. So, jetzt können wir wieder. Jetzt ist okay. Der Große ist jetzt abgehauen, wa? Karma vielleicht doch? Auf unseren Lockruf? Weil er sich halt nicht mehr bewegt hat, das war so komisch irgendwie. Okay, das mit dem Licht sah grad. Oh Gott. Ich hab grad gedacht, hä? Ein UFO oder sowas? Im Augenwinkel bloß gesehen. Junge, 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 erschreck mich doch nicht so. Mann, da waren doch aber noch andere dabei. Kann da nicht noch einer kommen? Doof. Ich lieg hier gerade so schön. Das wäre ein echt guter Schuss. Wenn da mal einer kommen würde. Hier, ne? Wahnsinn.
sind schon krass. Das muss man mal sagen. Ja, die stehen da oben und ach. Ist sogar ein Hochstand da vorne. Tja, aber da kommt keiner. Die chillen alle ihre Nuggets. Da kann ich rufen, wie ich will. Und der Große ist abgehauen. Der hier noch stand. Ich versuch's mal weiter, aber ich glaube, die kommen nicht näher. Ah, Männchen, ruhig. Ja, toll. Kommt lieber näher. Die Richtung, die ich gehe, ist eigentlich voll dumm. Aber, naja. Bestimmt gehört jetzt gerade. Wahnsinn, ey, wie das scheppert. Junge, Junge, Junge. Ob die dann auch weniger hören, so wie ich, oder ob die dieselbe Hörreichweite und sowas haben, auch wenn das regnet jetzt. Ob die daran gedacht haben. Weil für mich ist es ja jetzt umso schwerer zu jagen in dem Sinne. Also, ne? Manche Sachen hört man nicht mehr. Das Scheppern, das ist schon ein bisschen krass. Das meine ich. Das ist ja dann schon belastend mit der Zeit. Dachs. Okay. Die hauen gleich ab, würde ich sagen. Ach, da gucken sie uns direkt an. Ich mach nix, ich sitze hier nur. Jung, jung. Weiblich jung. Erwachsen weiblich. Ja, es ist der Große, der abgehauen ist. Den hätte man schießen sollen. Ich gehe jetzt einfach hoch hin und hole mir das Gebiet. Der Große ist eh abgehauen. Also es ist auch Wurst. Okay. Wir haben doch noch einen, der kämpfen will hier. Junge, Junge, Junge. Ich jetzt nicht erwartet. Ausgewachsen war doch noch einer dabei. Der hatte gerade Bock auf uns. Oh, da habe ich mich aber gerade erschrocken, dass der auf mich zugerannt kam. Na gut. Das war der, den wir schießen wollten, oder? Der kam wieder irgendwie zu. Hier. Mein Gott, ist das ein Krach. Okay, warte mal, hä? Das ist gar nicht das Fragezeichen. Aber der Hochstand, den haben wir jetzt trotzdem. Was ist denn dann das Fragezeichen hier? Da lang.
Ja, sorry, dass wir den jetzt nicht geschossen haben. Ich musste wegrennen. Der wollte mich auf die Hörner nehmen. Guck mal, auf der Karte. Genau nebeneinander, ne? Und dann 200 Meter weiter weg. Das ist schon heftig. Das ist schon nicht ohne. Aha. Wieder ein. Ich muss irgendwie dahin. Wir müssen irgendwie hier hin, damit ich es entdeckt habe. Hier gibt es auch wieder überall Dachse, wie es scheint. Oh Gott, die Burg ist ja riesig. Aha, jetzt haben wir es. Turm von Syndia. Das kommt mir irgendwie... Das ist bald Witcher-mäßig hier. Turm von Syndra. Würde gut passen. Ja, aber leider ist hier halt nichts, ne? Leider ist hier halt nichts. Außer ein Haufen Krach. Oh, Junge, Junge, Junge. Ey, das ist langsam ein bisschen belastend. Muss ich mal sagen. Oh! Ui, ui. Okay. Kilometer noch. Dann haben wir's. Junge, Junge, Junge. Das scheppert. Ich glaube, ich muss meinen Kopfhörer bald ein bisschen leiser machen, sonst... Ist das so anstrengend? Und sorry, ich kann den Gewittersound nicht alleinstehend leiser machen, sondern dann wird alles leiser. Ich werde auch nicht die Klippe runterfallen, das wäre auch ungünstig. Ja, da vielleicht. Hier sieht es eher nicht so aus, oder? Naja, die Steine runterspringen. Das ist eine Straße, oder? Hier sieht es ganz gut aus. Ja. Okay, gehen wir hier runter. Hier funktioniert es sehr, sehr gut. Straße und daneben Fluss. Alles klar. Ah, ist wieder so einer, wo man so ein bisschen abgesetzt ist. Das sieht sehr hübsch aus, finde ich, bei dem Fluss hier. Zack. Was haben wir hier? Dachs. Alles klar. Gut. Wir gehen darüber. Ganz schön matschig, die Straße. Rothirsch. Naja, hier am Fluss werden wieder einige Bedürfniszonen sein. Wenn man da ein Stückchen lang geht, findet man hier bestimmt was. Aber ich glaube, wir werden... Jagderlaubnis erforderlich. Okay, dann kann ich hier rennen. Dann ist es egal. Ich glaube, wir werden
Ach naja, ich nehme trotzdem die Bedürfnisgebiete mit, wenn welche kommen. Ich glaube, wir werden danach, in den nächsten Folgen vielleicht, werden wir wieder... Also werden wir die nächste Karte wieder betreten, dass wir ein bisschen Story weitermachen, weil das war ja das eigentliche Ziel. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt in Transsilvanien hier verbracht haben. Aber das eigentliche Ziel war ja eigentlich Story machen und mal kurz in Transsilvanien reingucken. Da wir aber, naja, ich sag mal, dann doch sehr gute Beute schon am Anfang gefunden haben. Der Rothirsch, der Fünfer, die Rehe, die zwei Vierer, wo ich leider immer zu früh geschossen habe, höchstwahrscheinlich. Und ich denke mal, wir werden bald mal wieder nach Afrika zurückkehren. Denn die Folgen, die wir in Afrika gemacht haben, die waren, naja, wie soll ich sagen, nicht so intensiv. Da waren wir schnell wieder raus und sind dann recht fix in Alaska gelandet. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil, ja... Na gut, wir wollen ja eben ein bisschen Abwechslung. Und wie gesagt, es gibt ja eh eine kleine Way of the Hunter Pause, weil ich momentan mit den Folgen einfach nicht hinterherkomme, dass ich jeden Tag was bringen könnte. Aber ich will das, wenn dann, so machen, dass wieder einige Folgen hintereinander kommen und man nicht so eine lange Pause hat. Vielleicht auch jeden zweiten Tag, mal gucken. Aber das hatte ich ja in der letzten Folge schon am Anfang erwähnt. Nur noch mal jetzt, damit es alle auch verstanden haben oder wissen. 700 Meter noch. Naja, aber da haben wir trotzdem... Oh. Naja, wenn es jetzt einmal direkt daneben uns ist, dann nehme ich das auch noch mit. Da haben wir trotzdem ganz schön Weg gemacht, oder? Von hier? Fupp, 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 fupp. Nicht schlecht. Okay, das hole ich mir dann noch fix hier, was hier oben ist. Keine Ahnung, was es ist. Wird wieder eine Burg sein oder so. Ja, sieht ganz danach aus. Die nehmen wir schnell noch mit. Na? Einmal bitte erkennen, dass ich hier bin. Hallo? Wo ist denn das Schild? Oh, River. Willst du mich verarschen? Du kommst hier nicht rein. Oh Gott. Dieser Typ, ne? Da ist das Schild. Der heilige Hain. Ja. Okay, weiter geht's. Der heilige Hain bleibt ja hier. Da lang. Wäre schön, wenn's halt darüber ein bisschen was dann zu lesen gäbe oder sowas. Nur so ein kleiner Text. Okay, was war der heilige Hain? Was ist das für ein Ort gewesen? Beziehungsweise, wir haben ja schon einige Bogen jetzt gefunden, ne? Und da gibt's ja mit Sicherheit über alle Bogen irgendwas zu sagen. Auch wenn es jetzt hier nur Ruinen sind. Aber es wäre ja trotzdem interessant. Fände ich. Aber ja gut. Gibt ja auch viele Leute, die überhaupt keinen Bock haben zu lesen und sowas. Ich mag das immer ganz gern. Und ich mag das auch nicht, wenn das dann so übersprungen wird oder sowas. Also gibt ja viele Streamer, Let's Player, die Texte, Story und sonstiges. Braunbär? Den haben wir noch nie gesehen. Interessant. Okay, krass. Unser erster... Naja... Unsere erste Spur von einem Braunbär. Und da noch mehr.
Ja, krass. Oh, wow. Ich habe ja vor den Schwarzbären und sowas schon Respekt. Und dann jetzt noch ein größerer. Puh. Was gucke ich hier überhaupt nach den Tieren? Bringt mir überhaupt nichts. Totaler Quatsch. Auch wenn da gerade ein Dachs war oder sowas. Ich kann ihn sowieso nicht schießen. Bringt mir also gar nichts. So. Die Hauptsache ist zur Hütte. Das ist der Plan. Nochmal Dachs. Das ist auch schön, wenn es... Also, ist ja toll, wenn es hier Dachse gibt und die Hütte gleich in der Nähe ist. Da freue ich mich natürlich. Aber ich kann sie hier eh nicht schießen. Wenn, dann würde ich gerne locker mitnehmen, damit es auch sinnvoll ist. Tja, und jetzt wieder so schönes Wetter. Strahlend blauer Himmel. Toll. Nach Regen kommt Sonnenschein. Da unten beim Fluss und bei der Straße. Die ist auch noch ganz nass. Ah ja, da ist die Hütte. Gleich mal abchecken, ob da irgendwas ist. Okay. Ich bewege mich mal langsam. Nicht, dass hier irgendwelche Herden zufällig in der Gegend sind. Dass uns wieder ein Fünfer entgeht. Hier sieht es aber eher mau aus. Ich höre auch leider nichts. Aber trotzdem, wieder direkt am Fluss hier, das ist schon nicht schlecht. Vielleicht kommt hier der Braunbär auch ab und zu mal zu Besuch, wenn man da die richtige Trinkstelle findet. Das wäre ja ganz cool. Ich habe ein bisschen daneben gesetzt, ha? Ja, ganz schön sogar. Da ist nämlich die Hütte. Naja. Aber wir kriegen eine neue Mission. Und hier ist sogar eine Betonstraße. Eine Teerstraße. Wow. Ah ja. Na dann. Oh. Junge, Junge, Junge. Echt jetzt direkt hinter mir? Die sind da auch gerade erst gespawnt. Erwachsen, erwachsen. Okay. Ist nett. Aber die sind doch hundertprozentig gerade erst gespawnt. Da ist eine Brücke oder ein Staudamm oder sowas. Eine Brücke, wo eher. Sieht hübsch hier aus. Ja, ist ja gut. 100% sind die gerade gespawnt. Okay, wir sind da. Und wo ist denn der Eingang? Da. Ich soll es vor die Tür legen, aber warte mal.
Moment, Moment, Moment. Wir müssen das Ziel mal wechseln. Hier. Wo soll ich das hinlegen? Da. Platziere das Geschenk. Toll. Wie nett ich bin. Stimmt, da stand ja drauf, du Schwein und bla bla bla. So, was haben wir hier? Du darfst diesem Carti... Was? Cartitescu? Ah, das ist der Typ, ne? Cartitescu nicht trauen. Ich werde dir erzählen, was für ein Schurke das ist. Er trinkt wie ein Verrückter und redet hinter meinem Rücken über mich. Beleidige mich doch von Angesicht zu Angesicht, du Feigling. Und höre auf keinen, der dir etwas anderes sagt. Ich verabscheue den Kerl wegen seiner schrecklichen Persönlichkeit, aber woher seine Abneigung gegen mich stammt, das weiß ich nicht. Lieber Reisender, du darfst dich gerne in meiner bescheidenen Hütte ausruhen, aber bitte hilf mir bei dieser Fehde. Oh Mann. Meine Wildkamera funktioniert nicht mehr und ich weiß, dass er sie sabotiert haben muss, weil er das Letzte war? Achso, was die Kamera aufgenommen hat. Ja, ist klar. Ich bin leider nicht vor Ort, um sie selbst zu reparieren. Ich verlasse mich darauf, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen wirst. Adam Porumba. Er hat einen angenehmeren Namen auf jeden Fall. Okay. Oh. Der sieht richtig hübsch aus. Wow. So einen will ich auch. Geil. Geiles Teil. You've discovered Transylvanian Highland Forest Habitat. Seemingly tame forests rich with sunset colors. If you have a glimpse through the colorful trees and manage to catch a sight of red deer, it's a privilege you'll want to remember. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das habe ich gerade gesagt. Entschuldigung, mein Mikro war gerade aus. Und bei mir funktioniert ein Hot Tub nicht mehr. Okay, ich muss mal... Muss dann mal gucken. Okay, wir können hier schlafen. Hier oben sind noch irgendwelche Möbel. Okay. Und ein Platz zum Aufhängen. Gut. Wir haben die Mission geschafft. Hier müssen wir hin. Aber ich würde... Oh. Ja, da würde ich hin. Da haben wir auch noch. Okay. Wir gehen kurz gucken. Ich würde halt in der nächsten Folge gerne wegen dem Dammhirsch noch gucken wollen. Und deswegen machen wir am besten hier Schluss. Ich danke fürs Zusehen. Ich weiß nicht, wann die nächste Folge jetzt kommt. Wir gucken aber auf jeden Fall noch nach dem Dammhirsch. Das ist der Plan. Und ansonsten kann es sein, dass es eine kurze Way of the Hunter Pause gibt. Ich will erst wieder ein bisschen Vorsprung mir erarbeiten können. Das wäre ganz praktisch. Und danach, naja, dass es dann möglichst wieder an einem Stück weitergeht. Ja, wie gesagt, durch Krankheit, Geburtstag, Besuch meiner Eltern hat das jetzt leider nicht geklappt. Und ja, Red Dead müsste eigentlich auch noch weiterlaufen. Und das wäre ganz gut, wenn die Geschichte nicht ganz so weit auseinandergerissen wird. Weil, naja, hier haben wir keine richtige Story die ganze Zeit. Jedenfalls gerade eben nicht in Transsylvanien. Und deswegen machen wir mal ganz kurz eine Way of the Hunter Pause. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und lasst mir trotzdem Abo, Like und Kommentar da. Es geht bestimmt bald weiter. Macht's gut und lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. PS, guckt auch in die anderen Let's Plays auf dem Kanal rein. Es läuft momentan, ja, es läuft immer irgendwas. Macht's gut. Ciao.